Ja, das war Bruno Hübner bei Alina Friedrich. Ja, was Ali Akman angeht, genau, Bruno hat gesagt, schön, dass er jetzt schon in Frankfurt ist. Wenn ein Spieler aus einer anderen Liga kommt, ist es natürlich immer gut, sich zu akklimatisieren. Und die Spielberechtigung, die hat Ali Akman ab der nächsten Saison. Also bis dahin wird er zumindest keine Pflichtspiele für die Eintracht absolvieren. Wie geht es für ihn weiter? Ja, Ali Akman hat seine Quarantäne absolviert. Nach seiner Ankunft aus der Türkei war er in Quarantäne hier in Deutschland, konnte gestern seinen Vertrag unterschreiben im Deutsche Bank Park und wird Schritt für Schritt dann natürlich hier auch im Team integriert, wird die ersten medizinischen Tests dann absolvieren, Laktattests, dann wird er sicherlich individuell auch mit den Athletiktrainern die ersten Einheiten machen und wird peu à peu dann mit der Mannschaft irgendwann, wenn diese ganzen Tests dann vorbei sind und erfolgreich absolviert sind, zur Mannschaft stoßen. Wir freuen uns auf ihn auf alle Fälle. Er ist ein türkisches Top-Talent. Ich bin überzeugt davon, dass Ali Akman, der gestern auch im Interview mit meinem Kollegen Lars Weingärtner gesagt hat, es ist die beste Option gewesen für mich, zur Eintracht zu wechseln. Ich bin überzeugt davon, dass der sympathische Ali Akman sich toll integrieren wird in unsere Mannschaft. Ja, liebe Eintracht-Fans, RB Leipzig wartet auf unsere Mannschaft am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr. Da geht es für unsere Mannschaft nach Sachsen. Wir werden schon am Samstag da hinreisen. Und es ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe, die auf uns wartet, aber die es erfolgreich zu absolvieren gilt. Da wird sich unsere Mannschaft in den 6 Trainingseinheiten in dieser Woche optimal vorbereiten auf den nächsten Gegner. In der Hinrunde, da gab es ein 1:1 Unentschieden hier. Nationale 1:1 Unentschieden mit vielen guten Chancen auf beiden Seiten, habt ihr gesehen. Klasse Rettungsaktion beim Stand von 0:0 von Evan Dicker auch. Noch die beiden Tore sehr, sehr sehenswert gewesen. Timmy Chandler, ja, der hat auch gute Erfahrungen mit RB Leipzig. Werdet euch vielleicht erinnern, damals sein Montagabendspiel hier in Frankfurt, wo Timmy Chandler auch getroffen hat gegen Leipzig. Da haben wir die Roten Bullen auch geschlagen. Hoffentlich so auch am kommenden Sonntag. Ja, wir werden natürlich Julian Nagelsmann und seine Taktik ganz genau beleuchten. Und zwar im Deutsche Bank Gegnercheck. Den seht ihr, liebe Eintracht-Fans, ab Donnerstagabend auf unseren Kanälen. Lars Weingärtner wird euch dann mit allen relevanten Infos zu unserem kommenden Gegner versorgen. Da gibt es auch viel zu analysieren, viel zu berichten. Von RB Leipzig. Wir spielen eine richtig starke Saison bis jetzt. 53 Punkte nach 24 Bundesliga-Partien. Das ist weiterhin die beste Bundesliga-Saison bislang der Leipziger. Aber auch wir müssen uns nicht verstecken, denn 43 Punkte aus den ersten 24 Spielen, das ist die zum Vergleichszeitpunkt beste Ausbeute der SGE seit Einführung der 3-Punkte-Regel. Also es wird ein rassiges Duell am kommenden Sonntag. Die Leipziger mit bislang nur 20 Gegentoren nach diesen eben 24 Bundesliga-Spieltagen. Es ist die beste Defensive der Bundesliga. Und die will die drittbeste Offensive der Liga knacken, nämlich unsere Eintracht, die bis jetzt 47 Treffer erzielt hat. Man kann ruhig sagen, fast die Hälfte davon von diesem Herrn. Unserer Nummer 33, André Silva, der eine überragende Saison spielt. Ja, dieses 1:1 aus der Hinrunde, das beschreibt auch einen Aspekt ganz gut, nämlich, dass beide Teams einen langen Atem haben. 8 der letzten 10 Pflichtspieltore zwischen Eintracht und Leipzig fielen erst nach dem Seitenwechsel. So auch eben in der Hinrunde mit den Treffern von Eamon Barkley.
einen und Yusuf Paulsen auf der anderen Seite. Ja, die erste Passübung hier beim ersten Mannschaftstraining der neuen Woche hier im Deutsche Bank Park. Wir vermissen euch natürlich sehr, liebe Eintracht-Fans, hier auf dem Stadiongelände. Immer wieder schön, wenn ihr live dabei seid. Aktuell geht es aufgrund der Corona-Situation leider nicht, aber wir hoffen natürlich alle, dass sich die Lage Schritt für Schritt bessern wird und wir euch bald sowohl bei den Heimspielen im Deutsche Bank Park in eurem zweiten Wohnzimmer, in eurem Zuhause begrüßen dürfen, als auch hier natürlich auch bei den öffentlichen Trainingseinheiten. Bis dahin versuchen wir natürlich, so gut es geht, euch die Bilder in eure Wohnzimmer oder wo auch immer ihr euch befindet, zu transportieren. Gegen Leipzig sind wir übrigens seit 3 Spielen ungeschlagen. Das kann ruhig so weitergehen, diese Serie. Einen Aspekt, den gilt es am Sonntag allerdings zu verbessern, denn in Leipzig gegen RB konnten wir bislang noch nie gewinnen. Und es ist auch gar nicht so einfach, da zu gewinnen, ohne jetzt schwarz zu malen, denn ich bin grundsätzlich optimistisch und so auch im Hinblick auf das Duell am kommenden Sonntag. Aber Leipzig spielt tatsächlich eine überragende Saison. 2 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aktuell. Das zeigt, welche Qualitäten das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat. Und in der Champions League, da gab es schon Heimsiege für Leipzig gegen Paris Saint-Germain und gegen Manchester United. Und damit haben die Roten Bullen, die Red Devils, aus der Königsklasse herausgekickt. Auch in der Bundesliga-Heimtabelle, da ist Leipzig sogar Tabellenführer, wenn man die Heimtabelle hernimmt mit 10 Siegen und die einem Unentschieden und einer Niederlage. Die gab es im Januar gegen Borussia Dortmund. Und dann hoffentlich am kommenden Sonntag auch gegen unsere Eintracht. Ich schätze mal, dass bei den Buchmachern die Quote auf Standardstore auf beiden Seiten relativ gering sein wird. Denn mit je 17 Toren nach Standardsituationen stellen Leipzig und unsere Eintracht die besten Standardoffensiven ligaweit. Also bin ich mal gespannt auf die Eckbälle und die Freistöße am Sonntag. Standards werden natürlich auch im Laufe der Woche bei unserer Eintracht im Deutsche Bank Park intensiv trainiert werden. Das machen die Jungs schon sehr, sehr ordentlich bei den Partien, muss man sagen. Erste Trainingseinheit der neuen Woche, die ist in der Regel, ja, sicherlich lockerer als die darauffolgenden. Am heutigen Dienstag nur eine Trainingseinheit, morgen dann 2 an der Zahl. Und insgesamt bis zum Spiel am Sonntag 5 Trainingseinheiten, 5 weitere noch, die auf unsere Mannschaft dann noch warten. Da wird das Pensum dann natürlich vom Trainerteam auch gesteigert im Laufe der Woche. Heute, wie gesagt, dann relativ naturgemäß und traditionell ein relativ lockerer Start in diese neue Trainingswoche. Das sind die Passübungen hier mit GB So hier im Fokus, unsere Nummer 8, die auch eine sehr, sehr starke Saison spielt bis jetzt. Hier haben wir auch unsere Torhüter mit Torhütertrainer Jan Zimmermann, Kevin Trapp und Elias Bördner im Bild zu sehen und auch unser Athletiktrainer Martin Sporer. Schickes Ding war das hier gerade von Zimbo.
Wir haben heute auch ein sehr prominentes Geburtstagskind, nämlich unsere lebende Eintracht-Legende Bernd Hölzenbein. Wird heute 75. Alles, alles Gute, lieber Bernd Hölzenbein. Weiterhin viel Gesundheit und nur das Beste. Noch zwei weitere Ex-Adlerträger, denen wir auch natürlich alles Gute und viel Gesundheit wünschen. Pirmin Schweg.